Gerade wenn es einem nicht so gut geht oder schlecht geht, dass man immer noch mal nach Hause kommen kann oder doch noch mal zu Mama oder Papa und dass man einfach mit ihnen darüber reden kann. Und ich meine, die haben halt doch mehr Erfahrung als wir und die wissen, wie es ist, von zu Hause wegzugehen und wie das Leben halt dann doch mal sein kann und dass man da ja diesen elterlichen Rat halt hat und generell denke ich das auch bei der ganzen Familie, dass man immer zu denen kommen kann und mit denen drüber reden kann. Wenn man sich auch relaxen kann, einfach mal ausschalten kann und nicht sofort irgendwie über die Schule gelabert wird oder sowas, da man sich einfach nur entspannen kann. Ganz klar Zusammenhalt, weil wenn eine Familie nicht zusammenhält, dann ist es keine Familie. Und man sollte auch so an Feiertagen, sollte die Familie auch zusammenkommen und Spaß haben und nicht einfach nur alle vereinzelt auf der Welt, ja. Also meiner Meinung nach ist eine Familie am glücklichsten, wenn sie Zeit miteinander verbringt. Also das merke ich halt auch selbst, weil bei uns ist es auch oft so, dass halt sich die Kinder so ein bisschen in ihren Zimmern so abschotten und halt nicht so viel machen, vor allem jetzt so in der Pubertät oder sowas. Und da merke ich schon irgendwie, dass halt dann die Eltern so unzufrieden damit sind, irgendwie, dass die Kinder halt nicht so viel Zeit miteinander verbringen. Und ich glaube, man muss auch gar nicht so viel miteinander reden, aber man sollte sich mehr so in Gemeinschaftsräumen sozusagen aufhalten, also so im Wohnzimmer oder so, auch wenn jetzt der eine irgendwie liest und der andere schreibt nur, man redet nicht, aber irgendwie spürt man dann trotzdem so die Präsenz von anderen. Genau, und was auch ganz wichtig ist, glaube ich, das sind die Familienessen. Aber das ist bei uns halt auch oft so schwierig, weil dann geht die eine irgendwie weg oder sowas und dann schaffen wir das nicht alle so zusammen zu essen. Aber das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil da redet man halt viel miteinander und erzählt vom Tag und isst halt so miteinander. Genau, das würde ich sagen. Und ansonsten so im Urlaub merke ich eigentlich, dass man am glücklichsten ist, weil da haben wir ja nur uns und dann reden wir halt wirklich viel und da lachen wir auch viel und verstehen uns wirklich richtig gut, weil es gibt sonst eigentlich nicht so wirklich Konflikte irgendwie so untereinander irgendwie. Und am meisten liegt eigentlich immer daran, dass man halt Zeit miteinander verbringen sollte und keiner sich irgendwie abschotten sollte. Und dass man auch so ab und zu mal irgendwie so kleine Ausflüge macht, so irgendwie ins Museum oder sowas oder eine Radtour oder sowas, weil das habe ich auch richtig gut in Erinnerung. Und also daran denke ich immer so, wenn ich irgendwie an so schöne Familienmomente denke. Genau. Ausflüge machen wir jetzt nicht so oft, aber wir verbringen oft den Abend zusammen und dann haben wir da unsere Serien und wir dürfen auch mal neue reinbringen oder auch Spiele spielen wir sehr oft und da auch schauen, wer hat da fast Lust und versuchen sich zu einigen. Das Wichtigste, damit eine Familie glücklich ist, finde ich, ist Kommunikation, dass man miteinander spricht und Gesundheit, ja. Zusammenhalt. Also eigentlich entscheiden schon die Eltern und manchmal sind wir schon so unzufrieden, wenn wir irgendwie so ins Museum müssen oder so. Aber irgendwie so im Nachhinein denke ich mir, es war doch echt schön.